Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warship Chips. Chipse. Ich nehme meinen Achterwürfel in meine Hand und jetzt würfle ich eine 3 mit dem Phoenix. Schauen wir mal, schauen wir mal, was wir da jetzt so machen mit der Phoenix. Das ist ein Kreuzer. Okay. Das heißt also, wir sind etwas stärker, haben Torpedos wahrscheinlich. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube einen Monat jetzt. Hier. Ein Monat, zwei Monate bisher. Der hat, glaube ich, Torpedos gehabt. Mittlere und schwere Munition, aber das hat ja jeder normal. Ich glaube, Luftabwehr hat der auch. Naja, wir sehen es ja gleich. Aber ich habe schon wieder so ein böses Gefühl, dass das Internet heute wieder so richtig leckt. Das werden wir mal schauen. Die zwei Brüder. Das sind zwei Inseln. Zwei große Berge. Könnte Schottland sein. Okay. Alle Mann auf Gefechtsstation. Haben wir schon? Ja. Gut, gut, gut. Also, noch keine Lakes. ABC. Ach komm, dürfen wir. Zu denen. Eine 2, das wäre B. Oh, das war eigentlich. Das ist ja jetzt den Kamikaze-Auftrag. Also sagen wir, gehen hier so an CD ein bisschen in der Mitte rein. Allerdings. Ah, Torpedos haben wir gut. Schwere leichte Munition, Reparatur. Tja, und dann werden wir mal schauen, was wir Sinn machen. So. Na, der weckt doch ein bisschen. Alles ein bisschen verzögert hier, ja, so jetzt. Rechts ist ein Kanonenboot, er ist ein Schwererboot. Bam, 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 kaputt. Nein, so schnell geht das nicht. So, 10 Kilometer, 11 Kilometer. Ach, 4 Kilometer. Schauen wir mal, oh, da kommt ein. Ja, vor mir. Bin durch der Boy durchgetan. Ah. Vielleicht kommen die Torpedos lang. Okidoki. Oh, hoffentlich treffen meine nicht. Oh, der ist eigentlich ein Vollgas. Ich hab doch langsam rumzukommen.
Doch, doch, da lenken. Da stehen bleiben, schnell in der anderen Richtung. Okay, dann kann ich den lenken. Okay, ich kann weiterfahren. Volle Fahrt voraus. Genau, rammt euch gegenseitig kaputt. Das ist meiner. Das ist den ich auch noch kaputt kann. So, und wir sind durch. Schneller klicken. Ach, letztens ist meine Maus kaputt, ja. Hab ich gar nicht gesagt, ja. Am Montag war das schon. Warum schieße ich denn die Torpedos hin? Aber es ist nicht am Lägen. Warte doch schon mal. Positiv. So, jetzt nehme ich wieder einen 8er Würfel in der Hand und ich würfel eine 2. Heute ist Amerika-Tag, wa? Gefecht starten. Mit Clemens war das? Clemson. Was ist Clemson für ein Name? Hm, egal. Ab nächste Woche habe ich was anderes vor. Ich finde das irgendwie ein bisschen doof, dass ich mal eine Woche nur das spiele, eine Woche nur das. Das finde ich irgendwie alles ein bisschen doof. Deswegen wollte ich das jetzt ein bisschen staffeln, von wegen. Ich sage jetzt mal, Montag ist New Monday. Da werde ich neue Spiele spielen. Also die beliebtesten immer zurzeit, die bei Steam drauf sind, die Gratis-Spiele. Also Montag immer New Monday. Am Dienstag, da weiß ich noch nicht genau, in welcher Reihenfolge ich welches Spiel spiele. Vielleicht jetzt World of Plans, World of Tanks und World of Ships. Oh, World of War Plans, World of Warships und World of Tanks. Vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und Freitag vielleicht. World of Warcraft. Hab ja auch schon von ein paar gehört, von wegen, die würden gerne sehen, dass man wieder einer so World of Warcraft Spiele spielt. Also PvP mäßig. Zwar bin ich immer so einer, der ein bisschen wenig erzählt, wenn er spielt, weil ich konzentriere mich irgendwie mal ein bisschen mehr auf das Spiel als auf die Unterhaltung. Aber Leute, die eigentlich das Spiel lieber sehen wollen, ist vielleicht das Bessere. Ich weniger rede. Leute, die mehr auf Unterhaltung stehen, da gibt es viele andere YouTuber, die ein bisschen mehr unterhalten wie ich. Ich mache das ja auch nur just for fun. Kriege ja hierfür auch kein Geld, wie manch andere YouTuber. Tja. Aber Hauptsache Spaß ist dabei. Bei PvP, wenn ich WoW PvP weiterspielen werde, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ich habe mich da noch nicht festgelegt, welche Spiele ich wann wo spiele.
Aber wenn ich da PvP spielen werde, werde ich wahrscheinlich demnächst auch Arena machen. Und ja, bei Arena wird ein bisschen mehr Adrenalin sein. Werden wahrscheinlich die Runde auch ein bisschen kürzer sein, also schneller durch. Dann wollte ich da mit meinem Kollegen ein Arena-Team machen. Also erstmal zwei Arena-Team. Und später vielleicht noch einen anderen Kollegen dazu rufen. Und dann wollen wir 3er Arena-Team machen. Vielleicht später noch 5 gegen 5. Das wäre natürlich richtig nice. Aber 5 Leute immer gleichzeitig unterzukriegen, dass sie gleichzeitig spielen können, das ist immer ein bisschen schwer. Bei 2 geht eigentlich immer ziemlich leicht. Okay, ich bin Schichtarbeiter, das ist immer ein bisschen schwierig. Angerufen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin nicht da. Nebelwerfer gestartet. Maschinenboost aktiviert. Mal das Telefon zur Seite legen. Gerade nicht zu haben. Mich kann's nicht anrufen. Junge. Aha, da ist ein Berg. Ach, mich doch noch erwischt. Diese Sau, die kann doch nicht wahr sein. Jetzt hier nochmal beschissen. Los, lad schneller nach. Mensch, 6 Sekunden noch. Das kann nicht wahr sein. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja. Ich hab was geschafft. Ich hab einen verschenkt. Hallo, Herr Ballen. Problem gelöst. Maschinenboost deaktiviert. Kritischer Maschinenschaden. Okay. Sehen. Okay. Torpedos auf Steuerbord! Lass mich den nach? Ich hoffe es. Bitte, Torpedos! Das ist weit weg. Nein! Ein Schlachtkreuzer. Ah.
sehen. Venus, ah nee, das ist genau mein Verbündeter vor. Ausland wäre es auch viel zu weit weg. Nebelwerfer gestartet. Der Kleine noch dran. Nebelwand gelegt. Okay. Das ist so. Oh, da hinten sind 1, 2, 3, 4. Hinten sind 2. Mein Boot sieht auch ein bisschen kakult aus. Und ein Pondlöcher drinne. Die Mitte ist doch okay. Aber sonst sieht so ein bisschen okay aus. Aber nicht hier, hier nicht gut genug und gut. What? Oh ja, Qualm. Nice, nice, nice. Wenn ich jetzt durchschwimme und Gegner auf den Flaggen und nehme die ein. Wollen wir das ausprobieren? Maschinenboost aktiviert. Das ist ein Berg. Schwerungsschütze. Da musst du nur einmal treffen, wenn ich sowas von. Und kein Torpedo trifft. Kann doch nicht wahr sein. Kein Torpedo. Wie ist der? 8 Kilometer. Wie weit gehen die? Ah. Super. Zu spät gesehen. Was bin ich denn für ein Follower? Nee, eine Fremde nochmal. Ach, die Runde haben wir verloren. Dann würfeln wir nochmal. Oh, die anderen haben wir auch verloren. 1-1! Ey, das gibt's doch nicht. Vorgestern die ganzen Japaner gehabt. Gestern war ja so ein Mischmasch zwischen Japanern und Amerikaner. Und heute nur die Amerikaner. Mal schauen, was ich morgen kriege. Aber gestern war auch irgendwie doof. Internet war total mies gewesen. Ich habe nur eine 30.000er Leitung gekriegt gestern, obwohl ich eigentlich eine 100.000er habe. Ja, ich habe so meine Probleme mit Unity Mega ein bisschen.
An für sich ist das eigentlich ganz gut. Also nicht, dass ihr Probleme habt, sondern die Internetleitung ist ganz gut. Ist die beste, die ich hier kriege, bekomme. Also die 100.000er Plus Leitung. Ist perfekt so Filme hochladen über YouTube, so die Vlogs oder halt meine Gameplays. Dafür ist es richtig genial. Allerdings auch nur, wenn die Internetleitung gegeben wird. Weil vorgestern hatte ich, glaube ich, fast 4 Stunden gewartet, bis ich mein Spiel hochgeladen hatte. Oh, 1 bis 3. Was nehmen wir? 4. Das wäre A. Okay. Die South Carolina. Die müssen wir weit hinten stehen. Sowas von anfällig. Das war auf STRG? Nein, auf Schiff. Konnte ich den nochmal ab? Nein. Cup war es auch nicht. STRG war das. Konnte ich denn nochmal die Dingens mitsehen? Die Halt? Ach, Halt sind alles, wie viel Leben die haben. Brauche ich auch nicht. Oh, war ja hier ein Kreis. Ja. Oh, ich habe den richtigen Knopf gedrückt. F10, viel Glück. Wo war jetzt Y? Auch nicht. X. Kein Ziel entdeckt. Ah. Wo waren das? Das war Karte. M. Was soll das? Da hat was geändert irgendwo. Ach, und die Karte ist kleiner geworden. Nein, ich will nicht schreiben. Ich drücke jetzt hier gerade alle Tasten durch. Wo waren das? Das? Ah, plus war das. Ich weiß es nicht mehr. Nein! Da ist ein Chevy. Auf 20 Knoten treffe ich den. Ach, wow. Da kann ich mal denken. Okay, er hat bestimmt schon wieder repariert, aber. Jetzt würde ich sagen 15 Knoten. Aber wie nennt man die Skala da? Keine Ahnung. Halt mal 15 Knoten. Und jo, perfekt. Oh, chill. Nein, genau. Da hinten, da muss ich jetzt eine schwere Munition nehmen. 30 Sekunden nachweisen. Oh, nee. Bei dem brauche ich nur Zähne.
werde mich ab. Okay. Bitte lass eintreffen. Jo. 3 Treffer. Nice. Das kam leider schnell nach. Zu viel. Perfekt. Ich brenne. Feueralarm. Ich will nicht brennen. Wer hat mich beschossen? Wer wagt es? Einer von euch muss dran. Problem gelöst! Wer schießt da? Feueralarm! Reparieren! Über eine Minute warten! Scheiße, ich fackel ab! Nicht möglich! Mich hat einer gerammt. Zwei Treffer. Schnell an, 90 Sekunden noch. Kann ich reparieren? Wo ich kann ja gar nicht mehr. Ach, Schiff kaputt nicht. Kannst du beim nächsten dran? Ich muss ja doch reparieren. Kann ich lenken? Und reparieren. Ha! Das war ja perfekt. Feueralarm! Naja, schieß mal auf mich. Mit einer Source Carolina. Ich krieg's nicht so schnell kaputt. Na, jetzt wollen sie aber ein bisschen mehr, wa? Jetzt aber auch wissen. Was? Ein Treffer nur, das kann ja nicht wahr sein. So ein großes Schiff, verfehle ich. Schneller! Ich muss mich hier verpissen.
der Flugzeugträger. Wir müssen dem Flugzeugträger helfen. Ich drehe. Warte, ich drehe so rum. Ich bin ein bisschen schneller. Nein, in unserem Flugzeugträger versenkt. Oh nee. Schnell reparieren mit T. 18 Sekunden noch. Meine Energieleistung wird immer weniger. Schieben. Mein 1, 0. Schön. So, dann kommt ihr mal mir jetzt hier in die Quere. Das ist noch weiter weg. Okay. Nein. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht. Das hört sich gut an. Ich verbrenne. Ich will doch noch einmal schießen. Nein. Hab ich was? Oh, ich bin doch getroffen. Oh, ich hab was. Gut, gut, gut. So. Das war meine Runden bei World of Warships heute. Ich hoffe, euch haben die Runden gefallen. Die letzte war ganz gut mit den schweren Schlachtkreuzer. Natürlich auch verloren. War ja klar. Was sind das hier? Kapitän Hochland. Aufträge. Ah, egal. Egal. So, wie gesagt, ab nächste Woche werde ich das ein bisschen anders alles machen. Montag ist mal New Monday. Da kommt immer was Neues. Der neue Montag. So, ja, genau. Bevor ich schließe, sei noch recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.